So, los geht's. Sind Sie vorbereitet? Los geht's. Ist jetzt schon steil, aber die Aussicht ist einfach mal himmlisch. Ja, wir sehen uns in einer Stunde wieder. Der Erwalder ein. So, die erste Tür zum Weidegebiet. Ungefähr eine Stunde gelaufen, steiler als gedacht. Aussicht ist echt der Hammer. Da kommt schon mein Schatz. Und hier vorne links neben uns die Seilbahn. Ist ein bisschen demotivierend, aber ich denke mal, wir haben die bessere Wahl gemacht. Erste Etappe geschafft. Erwalder Alm. Schatz, dir geht's gut? Komm. Nicht eindrosten. Prost. Wie lange bleibst du auf? Geil geworden. Schatzi auch? Hallo. Wir kommen einfach nicht weiter, weil es zu geil ist. Man muss alles angucken und fotografieren. So, jetzt geht's los. Irgendeine Alm, ich habe den Namen vergessen. Jetzt verlassen wir den Weg und gehen wirklich in den Berg rein. Wir sind immer noch sehr angetan. So, knapp 2000 Meter. So, unser erstes Geröllfeld, ein kleines, was wir übertragen müssen. Und dann müssen wir da oben weitergehen. Da geht der Weg hin. Da. Und dann mal gucken. Ey, da sind welche, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Gut, wir sehen uns. So, von da sind wir gekommen. Da steht mein Schatz. Und guckt euch diese Aussicht an. Da hinten ist, glaube ich, das Gatter. Und hier geht's ins Tal runter. Hammerhart. Schön. Ja. Dann machen wir uns mal auf zum Gatter. Nächste Station. Das ist nämlich mal ein großes Geröllfeld hier. Und da gehen wir jetzt hin und machen eine Schneeballschlacht. Schnee! Ja, da taut es und versickert. So, Felderer Joch. 2045. Heute steht der Gatterl. Viertelstunde. Knorrhütte eine Stunde. Das Gatterl sehen wir da. Dazwischen ist das Gatterl. Da müssen wir jetzt hin. Hier weht ein schöner Wind. Ein bisschen Schnee haben wir auch. Oh, da müssen wir jetzt lang. Da ist der Weg. Und von da kommen wir. Wir haben das Geröllfeld überwunden mit mehreren Rutschen. Auf dem Weg zu der kleinen Eisscholle unten rechts. Und jetzt geht's weiter. So, jetzt sind wir gleich am Gatterl angekommen. Jetzt werden wir unsere ersten Klettererfahrungen machen. Ne, nicht da hoch, da hinten. Da müssen wir irgendwie über den Grat. Wir werden sehen. So, Gatterl geschafft. Aber noch nicht durch. Richtig durch. Aber das Kraxeln und die Aussicht belohnt uns dafür. Hier ins Tal. Da ist das Gatterl. Die Deutschen trauen sich nicht rüber, weil sie ihr Pass vergessen haben. Und wir sind gleich wieder aus Österreich raus. Und wenn wir da oben sind, mache ich das nächste Foto, weil da sieht man bestimmt schon die Knorrhütte. So, los geht's. Gatterl erreicht. Zum Gedenken an die Lawinenopfer. Willkommen in Deutschland. Ich komme mal durch. Oh, das Rheintal. Da oben müssen wir dann morgen hin. Zur Zugspitze. Da. Geil, Mord. Oh, und wir müssen jetzt irgendwie da lang. So sieht es die letzten 20 Minuten aus hier. Muss man
seine Knochen aufpassen. Aber es ist schon faszinierend. Schafsaufstand an der Alm. Lasst uns durch, hier gibt's nichts zu sehen. Ach, du bist es! Ja, die wollen auch alle zur Knorrhütte. Hier ist ein bisschen steiniger die ganze Zeit. Mal gucken, was uns unsere Begleiter noch ein bisschen bescheren. Vielleicht sind wir in der Knorrhütte, da hinten ist sie. So, geschafft. Jetzt sind wir da, haben schön was gegessen. Unser Zimmer oder das Bettenlager mal angeguckt. Jetzt ist es ja ein bisschen frisch. Jetzt gucken wir uns hier noch ein bisschen um und machen ein paar Fotos. Die Sonne, die ist auch schon ein bisschen weggegangen. Oben sieht man noch ein bisschen die Zugspitze zum Erahnen. Zugspitze. Da geht's dann morgen los. Die Aussicht ist echt der Hammer. So. Tag 2, Aufbruch zur Zugspitze. Wie wir sehen, da oben hängt sie tief in den Wolken. Nachts hat es geregnet. Wie haben wir geschlafen? Ja, Hund. Hat irgendwie mit 8 anderen schnarchenden Männern zusammen. War schon echt spaßig. Halbe Stunde gelaufen. Unten die Knorrhütte. Die Leute machen sich alle auf den Weg, wenn man es erkennen kann. Hat kurz geregnet, wieder aufgehört. Sind jetzt auf 2000 Meter, wenn man das erkennen sollte. Ach, Schatzi ist schon fast durch, aber hält sich tapfer. Ja, und da oben müssen wir noch hin. Nicht fluchen, ist alles live. Oh, ich gehe lang, ich will noch. Okay. Da hoch. Da. So, knapp eine Stunde unterwegs. 2420, unser erstes Schneefeld, was wir überqueren müssen. Da ganz oben müssen wir rauskommen. So, 2530 Meter, Wind aufgefrischt, mehrere Schneefelder durchwandert. Sehr krasse Stimmung hier oben. Da oben sehen wir die Forschungsstation Schneeferner. Da gehen wir jetzt hin. Kleine Energiepause auf 2700 Meter. Da geht's nachher lang. Ja, sieht man nicht viel. So, oben angekommen ist die Absperrung von der Zugspitzbahn. Nebel in der Wolke. Da ist mein Schatzi. Und wir bereiten uns jetzt auf den Klettersteig vor. Oben Seil geführt bis nach ganz oben. So, fast oben angekommen. Hier am Grat. Schatzi, gleich geschafft. Weil irgendwo da hinten ist der Gipfel und hier unten ist irgendwie gar nichts. So, irgendwie mit Wandern hat nichts mehr zu tun. Nee. 2900 Meter. Ein bisschen Schnee hier oben. Musste ein bisschen ungesichert durch die Schneefelder an einer steilen Wand. Dann sind wir wieder auf dem Grat. Die Wolken ziehen hier an uns vorbei und jetzt geht's weiter. Seiltritt, wie man filmt.
erstmal oben. Ja, die Wolken jagen hier mit dem Wind ab nach Österreich. Schatzi, geschafft. Wir sind oben. Jetzt hat es am Gipfelkreuz. So, die Leiter bin ich schon hoch. Da hochgekommen. Schneefrei. Das ist der Blick dahinter, den man von der Webcam aus nicht sieht. Und jetzt geht's da hoch. Ja, super, gell? Ich merk schon. So. Das war also die Zugspitze. Geil. Ja. Die Aussicht ist ja schön, wa? Jetzt geht die Achterbahn los. Na, guck mal. Oh, schön. Oh, geschafft. So, jetzt essen wir hier dann Eis und dann reiten wir weiter.